So, da bin ich. Vermutlich die letzte Folge in dieser Aufnahmesession mit und Stream-Session mit der guten Jade. Wir haben es doch noch irgendwie hinbekommen. Und jetzt gib mir hier Stoff. Und da ist was zum Speichern. Gott sei Dank, Mann. Der letzte Speicherpunkt war in der Mamago-Werkstatt. Behalte ich mal lieber, falls ich doch unbedingt die Torpedos irgendwann brauche. Oh. Warte, das wieder. Das scheint der einzige Weg zu sein, aber ich habe keine Ahnung, wohin er führt. Das ist strange. Irgendwie ein großes Tor. Ach so, ich muss die aufdrücken. Nicht bewegen, Mist. Ah, für Ruhm und Ehre. Ach so, damit können wir jetzt mit einem Hovercraft da durchfahren. Ah. Nein, ich wollte drauf schießen. So, irgendwie. Jetzt. Oh nein, wir haben die Tore hier vorne nicht aufgemacht, oder? Na doch, eigentlich schon. Jetzt geht's durch. Ach du Scheiße. Wahrscheinlich muss ich jetzt wieder so lasern. Oh, war das knapp. Puh. Oh ja. Boah, war das knapp. Okay. Das war wirklich knapp. Waha! Und wir reagieren ja nicht drauf. Großartig, warum kann ich denn die nicht abschießen?
Das ist ja dann nicht so gut, ne? Um das Hovercraft schnell zu reparieren, brauchen Sie ein paar Reparatur-SODs. Ich habe welche in dem Automaten in Mamagos Werkstatt gesehen. Gott, da muss man durch. Oh. Fuck. Muss ich hin? Schon wieder, dass ich lang muss. Au, da. Das hat mich gar. Oh, geschafft. Ach ja, natürlich. Ah, shit, ey. Ich glaube, wenn man da komplett einmal durchfährt an der Seite. Steuern die Kiste. Oh, Gottes Willen. Holy shit. Das große Ding. Ja, die Kiste kaputt. Mal ja dann nicht rein. Da oben ist noch eine Kiste. Boah, die Kamera macht echt manchmal ganz schön viel Quatsch. Habe ich sie vorhin eigentlich so sehr gelobt, aber. Muss da irgendwie hochkommen. Nichts mehr. Ist auch nichts und da bin ich hergekommen. Da kann ich hier anlegen. Ah, hier kriege ich die Kiste runter. Ich glaube, jetzt sind wir hier am richtigen Ort. Gott sei Dank. Boah, das war ganz schön anstrengend. Meine Güte. Saltans. Identifiziert, datiert, abgelegt. Okay, dieser Film ist voll. Gut, ich überweise eine Perle, Jade.
und ich werde den Film neu laden. Na gut, hier kriegt man auch mal die Perlen, allerdings dauert das natürlich. Gedacht, dass ich da an die Seite oder Seite irgendwie entlang gehen kann, aber oder dass ich hier hochspringe. Aber offenbar muss ich irgendwas anderes machen, damit ich hier durchfahren kann, oder? Oder oben. Okay, es geht doch weiter mit dem Hovercar. Johnny, ich habe die vermutlichen Positionen der Alphas lokalisiert und auf deiner Karte verzeichnet. Schick uns die Fotos. Okay. Wahrscheinlich komme ich da erst später weiter, oder? Ich brauche mehr Beweise, Johnny. Stellen Sie den Bericht fertig, dann schicke ich Ihnen den Code. Ich glaube, das ist sogar dieselbe, Synchronsprecherin für... Wir brauchen noch drei Fotos, Shawnee, bevor wir Ausgabe 514 fertigstellen können. Mit Grimstot hier, glaube ich, aus Splinter Cell. Die Gouverneurin. Au! Mann. Zu eng für mich. Ich decke Ihren Rücken, Miss Jade. Ja, kann ihn da mal hochholen irgendwie. Ach ja. Fuck! Das ist gar nicht so einfach, wenn man dann mit diesem Menümodus rein muss. Das dauert halt immer echt seine Zeit. Ich könnte dann wahrscheinlich relativ schnell wieder die Taste drücken, um wegzukommen. Zu eng für mich. Ich decke Ihren Rücken, Miss Jade. Ja, das dauert einfach viel zu lange. Das dauert viel zu lange. Ich habe also mal so ein Ding jetzt reinpfeffern hier. Konto-Identifizierung. Okay. Ein Starkurs stellt ein Herz der Lebensenergie. Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie vollständig wieder her. Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie vollständig wieder her. Oh, jetzt habe ich natürlich ein bisschen sogar dazu gewonnen. Was sind denn das für Viecher, die da unten sind? Macropodia omnivora. Perfekt. Ich datiere es und lege es ab. Hm.
Zu hocken muss ich. Jetzt mittendrin diese komische komische Warnung bekommen. Ah, hier ist die Karte. Da unten bin ich und da muss ich rein. Ach du dicke Scheiße, das scheint ein ganz schön großes Gebiet zu sein. Kann ich denn hier irgendwie... Das schaffe ich nie allein. Okay. Das heißt, ich muss ihn erstmal rüberbringen, bevor ich hier weitermachen kann. War ein bisschen knapp. Ach, da komme ich dann auch direkt wieder zurück. Dann werde ich jetzt erstmal speichern, glaube ich. Und da ja sowieso gleich wieder mal wenn die Session beendet ist, werden wir das, glaube ich, hier auch mal zu Ende führen. Diese Folge ist am Ende. Boah, und ich bin auch so ein bisschen am Ende. Oh, das ist zeitbasiert. Okay, nicht so lange Zeit, das zu machen. Aber gut, fürs nächste Mal wissen wir das. Ich brauche ihn ja auch irgendwie noch, um da... Na gut, da war ja nichts, ne? Was war da drinne? Ich glaube, da war nichts drinne. Bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich müssen wir mit dem Hovercraft hier irgendwas kaputt schießen, könnte ich mir vorstellen. Oder wir gehen da einfach an Land. Ja, ich muss ihn ja einfach nur hierher bringen. Stimmt, wir gehen hier vorne einfach an Land und dann springen wir darüber. Darum geht's ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Danke fürs Zusehen und dann geht's beim nächsten Mal weiter mit Beyond. Nächste Woche. Also, bis dahin. Tschüss.